Und herzlich willkommen zu Enderal. Ja, es ist wirklich schon ewig in Planung gewesen, das Spiel. Also die Total Conversion zu Skyrim. Und ich habe erst im Nachhinein erfahren, dass es auch noch eine vorherige Version gab, auf die das auf Oblivion basiert. Nämlich Nerim, glaube ich, hieß das. Aber ich wollte direkt mit euch mal starten. Irgendwie mit Controller funzt das irgendwie nicht so bei mir. Keine Ahnung warum, woran das liegt. Aber ich will direkt mal starten. Enderal entdecken. Ja. Entdeckt ein Enderalair eine Magiebegabung in sich? Oh. Es geht direkt so los. Register two new menus. Okay, ich muss erstmal. Kann ich? Wie kann ich die Kameraperspektive ändern? Würde gern anfangs. Also ich spiele bei sowas immer. Wieso kann ich nicht mit Controller steuern? Ich finde das schade. Ich würde das gerne mit Controller spielen. So. Aber es sieht jetzt schon richtig schön aus. Was ist denn das eigentlich für eine Hütte? Können wir da rein? Ich habe so das Gefühl, wir sind kleiner als. Als normal, also dass wir. Ach, guck mal, wie süß. Wir sind klein. Kann das sein? Boah, die Musik. Die ist mega. Was haben wir denn hier? Ein Schaukelpferd. Lesen die Nahrhaftigkeit des Fleisches. Fleisch ist Leben. Das wussten selbst die Aschevölker, die diese Welt vor uns besiedelten. Jedes Mal, wenn sie einen Feind in der Schlacht besiegten, rissen sie ihm Leber und Herz aus dem Leib und verspeisten sie zusammen mit ihrer Familie. Denn jeder weiß, dass die Kraft des Besiegten auf einen übergeht. Aber da wir in einer Zeit leben, in der der Verzehr von Mitmenschen unsinnigerweise als Barbarei angesehen wird, müssen wir, die Freunde des blutigen Fleisches, uns mit tierischem begnügen. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Warum dürfen wir keine Menschen essen? Verstehe ich nicht. Das hat so viel Potenzial. Und wir hätten weniger Hungersnöte auf der Welt. Bitte nicht ernst nehmen, ja? Ich kann mit Shift nur langsam laufen. Kann es sein, dass wir noch ein Kind sind? So, ich lauf mal. Oh. Die Nahrhaftigkeit des Fleisches noch einmal. Brauchen die nochmal mitnehmen. Hier liegt eine Puppe. Das richtig schön gemacht worden, wirklich. Also richtig schön saftig grün hier. Die Musik gibt mir aber ein mulmiges Gefühl, dass hier. Was ist das für eine Statue? Da ist ja noch eine. Erstmal dahin. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht angegriffen. Wir sind noch ein Kind, vom Gefühl her. Also ich denke, wir sind ein Kind. Was ist das? Beglitzerter Zettel. O Herr, o Schöpfer. Ich höre dich rufen. Ich fühle deine Liebe. Ich weiß um dein Opfer. Ohne dich bin ich nichts. Ein Zweig im Strom der Zeit. Ein Schaf ohne Hirte. Befreie mich meiner Laster und vergib mir meine Sünden. Vergib auch meinem Weib und meinem Kinde. Erlöse mich von meinen Schmerzen und beglücke uns mit deiner immerwährenden Gnade. Statue ist mega auf jeden Fall.
Die ist nicht aus Skyrim. Die ist, glaube ich, selber gemacht worden. Modelliert und so. Das ist aus Skyrim. Das ist aus Rogengarde, das kenne ich. Da ist noch ein Haus. Okay, hier fällt irgendwer irgendwo Holz. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Ich will jetzt irgendwie alles sehen. So, Karte. In der Weltkarte seht ihr die Welt aus der Vogelperspektive. Ihr werdet als Pfeil dargestellt, um euch orientieren zu können. Auftragsziele werden ebenfalls dargestellt, sowie alle Orte, die ihr entdeckt habt oder von denen ihr wisst. Okay, ich bin auf dem Ozean irgendwo. Das ist die Stadtkarte von Ark, okay. Das Rote Meer. Was ist das für eine Insel? Pulverwüste. Myradenturm von Dünenheim. Myradenturm Quellwacht. Myradenturm Ark. Myradenturm Ark Außenbereich. Ark Westtor. Das ist Ark. Okay. Talgard. Rostpassage. Golden Forest. Bauernküste. Da haben wir wieder Myradenturm der Bauernküste. Myradenturm Hinteres Herzland. Myradenturm Düstertal. Alles Myradenturm. Sind wir ein vorgefertigter Charakter? Ich weiß das nicht mehr. Ich habe das ein bisschen bei dem lieben Herrn Brom im Stream angesehen gehabt. Den verlinke ich euch natürlich auch gerne unten in der Beschreibung. Zumindest zu seinem Twitch-Account. So, der hat mir das ja empfohlen und ich habe mir das ein bisschen bei ihm angesehen gehabt. Das viel habe ich da auf jeden Fall vergessen, weil ich auch nicht... wir können auch rauszoomen. Nordwindgebirge, das ist der komplette Kontinent, glaube ich, oder? Enderal ist der Kontinent. Ich weiß im Grunde noch nichts. Ich weiß nur, worum es in manchen Teilen der Story geht. Da haben wir jemanden. Drück E, um mit Fati zu sprechen. Fati? Papa? Oh, hey, ich hab dich gar nicht kommen sehen. Und, mein Kind, wie war die Suche? Hast du es finden können? Was finden können? Wo sind wir hier, Fati? Nein, hab ich... Wo sind wir hier? Wo wir hier sind? Zu Hause natürlich, mein Dummerchen. Was ist das denn für eine Frage? Nur Schwesterchen, Mutter, du und ich. Und jetzt sag, wie war die Suche? Hast du es gefunden? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was... Schade. Vielleicht suchst du ja einfach nur an den falschen Orten. Hast du daran schon mal gedacht? Naja, wer weiß. Was suche ich denn? Ich schlage vor, du gehst jetzt erstmal rein und schaust, ob du Mutter drinnen ein wenig beim Kochen zur Hand gehen kannst. Der Schöpfer war nämlich heute gnädig zu uns und hat mir einen dicken, fetten Elch vor den Bogen getrieben. Alles klar? Ich muss mit Party sprechen. Er hat mir etwas Wichtiges zu sagen. Benutzen Holzblock. Okay, wir gehen mal rein. Fati. Okay, da war was. Leeres Fass, okay. Dann gehen wir mal rein. Interessantes Bild. Das ist unser Zuhause. Alter. Oh, D3-Herzen. Nehmen Wein. Fatis Herz hat eine Fleischpastete. 2 Pfund gehacktes Fleisch, ein Glas Mehl, ein Glas Mehl?
Eine Handvoll zerstampfter Knoblauch, eine Handvoll gemahlenes Flüsterkraut, ein halbes Glas Fleischbrühe, eine Prise Zucker. Nehmen wir mal mit, vielleicht können wir das gebrauchen. Nehmen Knoblauch. Nehmen Schuhe. Edle Schuhe. Nehmen wir auch mal mit. Kann mich nicht bewegen. Oh weh, ich hatte ganz vergessen, was das für eine Sauerei hier drin ist. Aber übertrieben habe ich nicht, oder? Ein richtiges Prachtstück der Gute. Also, dann würde ich mal sagen, wir machen uns an die Arbeit, oder? Aber was mit Mutter und Schwesterchen? Was? Ach siehste, das habe ich total vergessen. Die sind doch tot, weißt du nicht mehr? Du hast sie damals ermordet, alle beide. Was? Aber ist doch eigentlich auch egal, oder? Was passiert ist, ist passiert. Und so bleibt immerhin mehr Fleisch für uns übrig. So, weißt du noch, wie das geht? Erst weg mit der Haut, dann auf mit dem Bauch, dann raus mit den Gedärmen. Ich suche in der Zeit nach einem schönen, großen Messer, damit wir ihm den Kopf abtrennen können. Den will ja niemand essen. Aber ich habe die beiden nicht getötet, das waren die Männer mit den Masken. Aber ich habe die beiden nicht getötet, das waren die Männer mit den Masken. Aber ich habe die beiden nicht getötet, das waren die Männer mit den Masken. Okay. Ach, mein Dummerchen, was soll denn das jetzt schon wieder? Wir wissen beide, dass das eine Lüge ist. Du warst es. Ich weiß es noch ganz genau. Als erstes hast du Schwesterchens Krippe angezündet. Sie hat doch dann so schrecklich laut geschrien, weißt du nicht mehr? Mutter hat es mitbekommen und wollte sie retten. Aber als sie endlich oben war, war da nur noch verbranntes Fleisch übrig und... Ach, warum kommst du eigentlich immer wieder mit der alten Geschichte? Kannst du mir das mal erklären? Du weißt doch, wie unglücklich es mich macht, wenn du das tust. Du hast sie ermordet. Punkt aus, fertig. Und egal, wie oft du es abzustreiten versuchst, es ändert nichts daran. Verstehst du? Gar nichts. Was? Und jetzt lass uns bitte endlich essen. Ich bin so verflucht hungrig. Beim Namen des Schöpfers. Was sollen diese Lügen? Reicht es denn nicht, dass du uns ermordet hast? Musst du mir auch immer und immer wieder mit diesem verdammten Gejammerer auf die Nerven gehen? Manchmal wünschte ich, der Schöpfer hätte mich nur ein klein bisschen weniger barmherzig, ein klein bisschen weniger gutgläubig geschaffen, weil ich dann nämlich rechtzeitig erkannt hätte, dass du von Sünde befleckt bist. Und anstatt dich großzuziehen, durchzufüttern und dir Liebe zu schenken, hätte ich dich gleich nach deiner Geburt in den Pferdetrog gesteckt, so wie es richtig gewesen wäre. Ja, ich hätte dich töten sollen. Ich hätte dich einfach töten sollen. Genauso wie du uns getötet hast. Und jetzt glaubst du, du wärst sicher, weil wir alle unter der Erde liegen, was? Na dann hör mal gut zu, mein Kind. Da hast du dich geschnitten. Und weißt du auch warum? Weil die Toten nicht vergessen. Hörst du? Die Toten vergessen nicht. Und jetzt genug des Geredes. Ich will endlich essen. Bring mir das Fleisch, du verzogenes Balk. Bring es mir. Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Bring mir ein schönes, knuspriges Stück Fleisch! Alter, was? Beendet ein schöner Sommertag. Alter, was? Beginnen wir mit einer Frage. Vielleicht wird sie euch simpel erscheinen, aber dennoch bitte ich euch, darüber nachzudenken. Was unterscheidet einen freien Menschen von einem Sklaven? Für nun jedoch beginnen wir diese Geschichte, wo eine andere vor 3 Jahren endete. Beim Fall der Lichtgeborenen. 4000 Jahre hatten sie über diese Welt geherrscht. 7 Arkanisten, die durch Magie unendliches Leben erlangt hatten. Sie gaben der Menschheit in einer Zeit des Chaos das, was sie ihrer Meinung nach brauchte. Eine harte, aber beständige Herrschaft. Binnen eines einzigen Jahrhunderts einten sie die zerfallenen Länder. Und nur ein weiteres Jahrhundert später war ihr menschlicher Ursprung vergessen. Sie wurden zu Göttern oder Lichtgeborenen, als die sie sich verehren ließen. Doch je länger sie herrschten, desto mehr Stimmen wurden
Klagen laut, die sie der Tyrannei bezichtigten. Die lauteste davon war die Nara zu Arantias. Und ihm gelang schließlich das Unmögliche. Das einzige Erleuchtende an Religion ist ein brennender Tempel. Er scharte eine Armee um sich, stürzte die Lichtgeborenen und schenkte den Menschen ihre Freiheit wieder. Der Preis dafür war jedoch verheerend. Denn wo Machtlücken entstehen, entbrennen Kämpfe. Und so geriet die Welt in den Zustand, in dem sie sich heute befindet. Zerfallen, zerrissen und zerbrochen. All das waren gute Voraussetzungen dafür, dass niemand in all dem Chaos eines bemerkte. Der Tod der Götter hatte noch etwas anderes in Bewegung gesetzt. Ein Uhrwerk, das lange stillgestanden hatte und dessen Zahnräder sich nun langsam wieder zu drehen beginnen. Dies ist die Geschichte eines Menschen, der frei sein wollte. Hey, Ruhe, verdammt noch mal! Willst du das ganze Schiff wecken, oder was? Ach, bitte entschuldige, das war eben etwas harsch. Ich bin einfach nervös, das ist alles. Es war wieder der Traum, richtig? Ja. Wenn wir für jede Nacht einen Groschen bekämen, in der du, seit wir uns kennen, schreiend aufgewacht bist, wären wir jetzt vermutlich mit unserem eigenen Sternschiff nach Enderal unterwegs. Und nicht so. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Hast du dich schon mal gefragt, ob du dich vielleicht tief in dir selbst verantwortlich machst? Also für das, was deinen Eltern passiert ist? Wie kommst du darauf? Vielleicht, aber selbst wenn, was soll das schon ändern? Warum sollte ich diese Bastarde vom Schöpfertempel haben, das zu verantworten, nicht ich? Warum sollte ich? Ich weiß gar nicht, was gewesen ist, deswegen... Wahrscheinlich nichts, das stimmt. Aber wer weiß, vielleicht wird ja jetzt alles anders. Schon verrückt, welche Wege das Leben manchmal geht, oder? Hier sind wir, auf dem Weg in ein fremdes Land. Hättest du mir das vor ein paar Wochen erzählt, hätte ich dich für wahnsinnig gehalten. Aber wenn diese Geschichten wirklich stimmen, dann gibt es keinen besseren Ort für einen Neuanfang. Nicht einmal Sklaverei soll es auf Enderal geben. Kannst du es glauben? Das ist doch unglaublich! Einzig und allein diese blinde Passagiersache bereitet mir Kopfschmerzen. Wer sein Schiff so schlecht bewacht ist, selber schuld. Außerdem hätten wir uns die Passage sonst niemals leisten können. Nicht nur dir, aber vielleicht können wir das Geld ja zurückzahlen, sobald wir da drüben eine Anstellung gefunden haben. Ich mach mal das. Das selber schuld? Wir sind Diebe, verflucht, Betrüger! Und anders als dir macht mir das hier keinen Spaß. Aber gut. Ist ja jetzt auch vergossenes Wasser. Ich hoffe nur, dass wir es als Fremdländer auf Enderal leichter haben als die in Nerim. Nerim, genau. Deine Mutter war doch auch ein Flüchtling damals, oder? Woher genau kam sie nochmal? Das hast du mir schon 100 Mal erzählt, aber ich vergesse es immer wieder. Jetzt können wir unseren Charakter stellen. Was gibt's denn hier für welche? Halb-Eterna. Den sumpfigen Kontinent Mya Aranath entstammend, zwang die durch einen jahrzehntelangen Krieg verursachte Zerstörung des Landes viele Eterna zur Flucht in andere Länder, wo sie unterschiedliche Schicksale erwarteten. Manche verfolgten und missachteten sie, ob ihre angeborene Magie begab. Manche verehrten sie dafür. Viele Eterna verdienen sich ihr Leben als paarende Spielmannsleute. Halb-Eterna erhalten einen Startbonus auf Elementarismus, Entropie, Mana und Verzauberung. Halb Arazela. Ich bin alles halb, okay. Dem kargen, steppendurchzogenen Kontinent Arazael entstammend sind die Arazela von der Spaltung ihres Volkes geprägt. Während die nomadischen Steppenbewohner ihre pantheistischen Bräuche pflegen, beachten die Küstenbewohner diese als primitiv und ringen um die Anerkennung als vollwertiger Teil der zivilisierten Welt.
Halb-Arazeler starten mit einem Bonus auf schwere Rüstung, Zweihand, Lebensenergie und Handwerkskunst. Halb-Kilene. Als abgeschottetes Volk sagt man den Bewohnern des Gürtels von Kiele einen eigenbürtlerischen Geist nach. Kilenen gelten als begnadete Geschäftsleute. Ein Gerücht, was nicht zuletzt auf den in Kiele ansässigen Zuckerinselbund, der größten Handelskompanie Wünns, zurückzuführen ist. Halb-Kilenen starten mit einem Bonus auf Rhetorik, Prakrat, Fingerfertigkeit und Fernkampf. Der sagt mir am meisten zu bis jetzt. Halb-Piraner. Piranern stammen den namensgebenden Wüstenkontinent, der sowohl unfruchtbar und ungastlich ist, gilt gleichzeitig aber als Wiege der Wissenschaft, der Mystik und der Kunst. Während viele Fremdländer Kyra für seine fortschrittliche Kultur bewundern, gelten sie, gerade auf religiösen Kontinenten wie Enderal, oft als sittenlos. Halb-Kyraner statt mit einem Bonus auf leichte Rüstung, Einhand, Ausdauer und Alchemie. Ich würde dann den Kilene nehmen. So, Körper. Geschlecht männlich oder weiblich? Komm, wir haben so oft einen männlichen Charakter gespielt. Wir spielen einmal in Enderal dann halt einen weiblichen, weil ich finde, die Stimmung ist düster und ich mag das so bei so düsteren Settings und so weiter, so einen weiblichen Protagonisten. So, Voreinstellungen. So, was nehmen wir? Achso, erstmal Hauttönung. So. Nehmen wir hier ein Mittelding. Kopf. Hauttyp. Okay. Interessant. Gefällt mir bisher am meisten Schmutz. Machen wir gleich. Narben. Nehmen wir mal sowas hier. Oder, nee, das sieht cool aus. Tattoo. Dann nehmen wir das. Tattoo-Farbe. Nehmen wir mal ein Rot. So, jetzt können wir Gesicht anpassen. Nasentyp. Ja, nehmen wir mal so eine Stupsnase. Ein bisschen stupsig. Nasenhöhe. Nasenlänge. Kiefer. Nee, mach mal ein bisschen schmaler. Kieferhöhe. So. Kieferstellung. Ich glaube, hier lassen wir in der Mitte Wangenknochenhöhe. Ja, lassen wir auf Mitte. Aber ein bisschen schmaler. So ein bisschen schmaleres Gesicht. Wangenfarbe. Ja, ein bisschen leicht grün. Lachfalten. Untere Wangenfarbe. Lassen wir mal weg. Nasenfarbe. Kinnfarbe. Nackenfarbe. Okay, jetzt mal die Augen. Ja, das gefällt mir jetzt schon. Ich hatte eher wenig. Mal gucken, was es sonst noch gibt. Ja, gefällt mir auch am. Das gefällt mir am meisten. Dann würde ich das nehmen. Augenfarbe. Das gefällt mir auch. Sehr, sehr schön, so ein Blau. So ein Eisblau ist auch richtig hübsch, finde ich. Komm, wir nehmen das Blau. Das
Komm, wir nehmen das Eisblau, da gefällt mir mehr. Augenhöhe. Machen wir ein kleines bisschen tiefer. Oder? Augenbreite. Augentiefe. Hallo. Ne, machen wir hier. Lidschatten. Ach, hier haben wir Schminke, okay. Augenbrauen. So, ich glaube. Ich glaube, da brauchen wir nichts. So, Mundart. Ja, gefällt mir das am meisten tatsächlich. Mundhöhe, lassen wir Mundstellung, Kinnweite. Kinnhöhe. Machen wir mal so. Muss ja nicht Kinnstellung. Können wir Regentropfen einsammeln mit. Lassen wir mal auch in der Mitte. Lippenfarbe. Machen wir mal auch rot. So, Haarfarbe. Meine Haare erstmal. Schwierig zu erkennen. Können wir erstmal die Farbe ändern vielleicht? Irgendwas Helles? Erstmal das, damit wir... Das ist sehr hell, sehr blond auch. Dass wir das genau erkennen. Okay, das sieht sehr hübsch aus, finde ich. Oder das hier. Ich würde dann eher sowas hier nehmen, oder... Ne, wir nehmen das, aber dann... Alter, was ein krasses Rot. Würde ich hier noch mal vielleicht die Dings, das Tattoo, ändern wollen. Wo war denn das? Dann lassen wir das Tattoo einfach sein. Muss ich hier auch die Augenbrauen noch mal vielleicht ändern? Da waren die Augenbrauen. Irgendwie was... Jetzt passt da was irgendwie nicht. Die hat auch eine sehr hohe Stirn jetzt mittlerweile. Ich glaube, das liegt an den Haaren. Und das gefiel mir eigentlich mehr. Am meisten. Egal, wir lassen das so. So, abschließen und Charakter benennen. Ja, machen wir mal. Das wird dann die liebe Lucy sein. Kile, das war es, richtig. Sie ist damals dem Bürgerkrieg entflohen. Irgendwie zynisch, oder? Manche Schicksale scheinen Eltern an ihre Kinder weiterzugeben. Ja. Ja. Naja. Ich werde mich jetzt erstmal ein paar Stunden aufs Ohr hauen.
Du bist nämlich dran mit Wache... Moment. Hörst du das? Verflixt noch eins. Da ist wer. Weiber von heute wollen einfach niemanden mehr, der ihnen den Hof macht. Das ist das Problem. Früher war das alles anders. Und jetzt genug gequatscht, wir sind da. Wenn das Licht ausmachen? Aber wo habe ich denn bloß diesen dämlichen Schlüssel hingesteckt? Scheiße, was wollen die hier unten? Ich habe mal Kohle, das lassen wir mal. Die Lampe, schnell, mach die Lampe aus! Du bist auch an der Lampe. Gut, und jetzt bloß leise bleiben. Na bitte, hinein in die gute Stube. Boah, da stinkt hier drin ja wie die Eier des ersten Wartüren. Wie soll diese Kiste nochmal aussehen? Klein und mit einem Zeichen des Zuckerinselbunds drauf, glaube ich. Ah ja, richtig. Weiß der schwarze Wächter, warum die Kapitänin das so kurz vor der Ankunft... Einzelteile? Wofür sind die da? Wofür braucht man die? Unbedingt haben will. Du schaust oben, ich unten, alles klar? Alles klar. Oh Scheiße, die lassen uns keine Wahl. Wir müssen was tun. Du übernimmst den Alten und ich den Jungen. Los! Moment mal. Da ist wer. Einen Haken! Gib ihm einen verdammten Haken! Wem? Ihm? Los, weich ihm aus! Ja! Achso, da! Da! Das wirst du bereuen! Jo! Oh Mann! Oh Mann, oh Mann, oh Mann! Das war gar nicht geplant, überhaupt nicht! Was machen wir denn jetzt bloß mit den beiden? Töten wir sie, das ist sicherer. Vielleicht sollten wir uns einfach stellen. Fesseln und knebeln wir sie. Sobald wir anlegen, schleichen wir uns heraus. Ja, ja, das macht Sinn, natürlich. Der eine hat doch gesagt, dass es nur noch ein paar Meilen bis nach Enderal sind. Mit etwas Glück bemerkt bis dahin niemand, dass sie fehlen. Komm, hilf mir suchen. Irgendwo muss ja hier ein Seil oder sowas rumliegen. Und ich dachte, wir hätten das Gröbste überstanden, nachdem wir es an Bord geschafft hatten. Holla. So. Kleidung. So kann man sich täuschen. Wo finde ich ein Seil? Hufeisen. Wofür braucht man Hufeisen? Jetzt habe ich mitgenommen, verdammt. Wie, Wie stecke ich nochmal links weg? Suche ein Seil. So. Kann ich nicht mehr anmachen, okay. Ich sehe auch nichts mehr. Haben wir hier irgendwo auch eine Fackel? Benötigt Schlüssel. Interagieren Seil. Ah! Arme verirrte Seelen. Die Wahrscheinlichkeiten haben sich gegen euch gewandt. Was zum... Wer seid ihr? Mein plötzliches Erscheinen verwirrt euch, aber meine Identität ist nicht von Bedeutung. Ihr, lieber Sirius, seid es diesmal leider auch nicht. Was? Scheiße, erzählt niemandem von uns, bitte! Wir wollten doch niemandem etwas Böses. Diese Kerle sind einfach... Ihr bittet mich, euch nicht zu verraten, weil ihr nichts Böses im Sinn hattet. Und ich glaube euch. Aber leider werden meine Taten nicht von Mitgefühl bestimmt. Der erste Flügelschlag muss geschehen, damit sich die Wahrscheinlichkeiten fügen können. So wie sie es schon immer tun, seit Äonen. Es tut mir leid, Sirius. Nein. Was? Oh nein. Nein! Was tut ihr da? Wieso schwebt, hä? Was? Prolog? Jetzt kann ich mal lesen. Über da unten versteckt und von unseren Vorräten gelebt, bis Rick und Sebald euch zufällig entdeckt haben. Daraufhin habt ihr die beiden verprügelt
Und als ihr sie fesseln wolltet, ist plötzlich eine verschleierte Frau aufgetaucht und hat euch mit Wildmagie überrumpelt. Richtig? Ja, ich weiß, es klingt verrückt, aber so war's. Bitte, Madame. Wir hatten einfach keine Wahl. Das müsst ihr uns glauben. Der Krieg, es... Wir wollten doch einfach nur etwas Frieden. Und eine zweite Chance, mehr nicht. Frieden. Ja, ich verstehe. Ihr wolltet ein neues Leben in einem neuen Land. Und da mein Schiff das einzige ist, das seit den Kriegen überhaupt noch so weit fährt, wart ihr förmlich gezwungen, ohne Bezahlung mitzufahren. Ja, wir könnten für euch arbeiten, Madame. Das Deck schrubben, Kartoffeln schälen, irgendetwas, wie wir unsere Schuld abbezahlen können. Und wenn wir erstmal... Wirklich, wirklich herzerweichend. Aber seien wir doch mal ehrlich. Ihr hattet sehr wohl eine Wahl. Ihr hättet bei mir anheuern können, wie die anderen auch. Aber das habt ihr nicht getan. Stattdessen habt ihr euch in meinem Schiff eingenistet wie die Fleischmaden und auf den Schultern meiner Mannschaft ausgeruht. Und jetzt erzählt ihr mir irgendeine Scheiße von verschleierten Frauen und Wildmagie? Sagt mal, für wie dämlich haltet ihr mich eigentlich? Ich kenne eure Sorte. Ihr seid ehrlose Halsabschneider, Straßendiebe, nichts weiter. Habt wenigstens den Schneid und steht dazu. Was? Nein, wir... Ihr täuscht euch. Bitte, lasst mich erklären. Und ihr werdet... Eure Erklärung interessiert mich so viel wie ein Stück Dreck unter meiner Stiefelsohle. Richte ihn auf, Rugar. Aber Herrin, Sie... Tu es. Jawohl. Tut mir leid, Junge. Ihr hättet in Nerim bleiben sollen. Nerim? Aber... Was? Aber das könnt ihr doch nicht tun. Oh doch, das kann ich. Nein, bitte... Na, sieh mal einer an, da ist jemand aufgewacht. Fesselt sie an ihren Kumpanen und dann schickt sie zu den Fischen. Und zwar schnell, bevor mir schlecht wird. Viel Spaß in eurem neuen Leben. Was bedeutet schon Zeit? Das ist ein großes Verbindungsproblem. Ich weiß, dass ich nicht real bin. Zumindest nicht nach eurer Definition des Wortes. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Sie machen sich selbst zu Marionette. Aber was ist denn schon der Zweck? Sie könnten doch so viel ändern, wenn Sie einfach nur wollten. Alles beginnt mit den Träumen. Erinnert euch. Was? Wo bin ich? Meditation? Ja. Okay, wo bin ich? Jetzt wirklich, also... Interagieren, Schatten des Windes. Salbenkunde. Kehlenschnitt. Lasst die Zwischenwelt, indem ihr mit Z meditiert. Jetzt will ich aber wissen, was ist denn das? Rage. Netz der Seelen. Fokus. Wolfsblut. Das gefällt mir schon. Schatten des Windes. Wolfsblut gefällt mir. Was macht denn das? Hier geht's der weiter. Tragbares Labor. Alchemist. Stoffwechsel, Zerfetzen, sorgfältige Ernte, verstärkte Essenz, Instinkt, Ruf der Jagd, Pirsch, dunkler Alchemist, Entgiftung, stille Jagd, Mimikry, Ätherblut. Dann würde ich eher das hier nehmen, letzte Seelen und Erscheinung beschwören, Arcana Schmied, auch wieder nicht. Was ist das hier jetzt? Fokus? Was macht das? Tiefenkonzentration. Mentallehrling. Arkanbeeinflussung. Doppelter Manipulationszug. Hier. Konzentration. Lehrling der dunklen Künste. Mystische. Ah, okay.
getane Macht. Okay, und was ist das hier jetzt? Rage. Moloch, Schildwall, Fallwall, Festerwall, geschiente Glies, Felsener Brandung, Landsknecht, unermüdlicher Schlag, Gemetzel, Knochenbrecher, Klingenmeister, Barbar, Blutrunst. Amputator, das gefällt mir schon mal. Scharakische Kampfhaltung. Okay, ich dachte, da fliegen Möbel, aber sind nur Steine. Passende Rüstung, Salbenkunde, hinterhältig. Ich würde dann vielleicht in die Richtung gehen. Diese Änderung schaltet alle Schurkendisziplinen für euch frei. Eure Ausdauer regeneriert sich fortan um 20% schneller und ihr erhaltet das Talent Schatten des Windes, das euch kurzfristig leiser schreiten lässt und eure Chance auf einen kritischen Treffer um 7% erhöht. Stufe 1, 25 Sekunden Wirkungszeit. Stufe 2, 45 Sekunden Wirkungszeit. Stufe 3, 60 Sekunden. Stufe 1 freischalten, ein Erinnerungspunkt. Schatten des Windes. Okay. Ihr fühlt euch benommen. So, und das sind wir. Mit unserer kaputten Kleidung. Und ich habe keine Ahnung, wohin es weitergeht. Aber ich würde sagen, das war ein interessanter Start in die Folge. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.